Köln im Queeres Folkfieber. Die Stars der amerikanischen TV-Serie waren im Juni 2012 zur Rise and Shine Convention gereist. Auch 7 Jahre nach dem Ende der Serie ist der Hype um die Darsteller immer noch ungebrochen. Ich denke, der Grund für den Erfolg ist, dass die Serie mehr Tabuthemen thematisiert hat als alle anderen zuvor. Das Leben und der Alltag von Schwulen, Lesben und Bisexuellen werden ganz offen und direkt gezeigt. Es war die erste Serie, die Schwule nicht, wie unser Produzent sagen würde, als Clowns und Außenseiter gezeigt hat, sondern als ganz normale Menschen mit guten und schlechten Eigenschaften. Und ich denke, es war die erste Show, die das schwule Leben auch sehr realistisch dargestellt hat, ohne vor etwas zurückzuschrecken. Aber der Hauptgrund ist wahrscheinlich, dass die Charaktere so unterschiedlich und interessant sind und so normal wie Leute, die man persönlich kennt. Dadurch hat die Serie wohl auch geholfen, Berührungsängste gegenüber der schwulen Community abzubauen. Keine Berührungsängste gab es auch beim Empfang im Café Morgenstern. Fans und geladene Gäste hatten hier die Möglichkeit, ihren Helden ganz nah zu sein und das zu erfahren, was man immer schon wissen wollte. Aber auch der eine oder andere Politiker war anwesend, um den prominenten Besuch aus den USA zu empfangen. Doch war die Convention wirklich der einzige Grund für die Stars, nach Deutschland zu kommen? Oder war da noch etwas ganz anderes ausschlaggebend? Ich brauche ein Bier. Das Ludwig-Museum. Ich liebe es. Ich liebe zeitgenössische Kunst. Sie haben dort eine großartige Sammlung. Und ich war schon ein paar Mal am Rhein spazieren. Und ich mag deutsche Mettwurst, Bier, Wein und gutes Brot. Doch auch das gute deutsche Wasser schien den Promis zu schmecken. Und Moderator und Kaffeebesitzer Ralf Morgenstern ließ es sich nicht nehmen, seinen Gästen die ein oder andere kölnische Spezialität zu servieren. Ein gelungener und interessanter Abend. Bis tief in die Nacht wurde gefeiert. Am Tag darauf konnten sich die Fans dann ihre ganz persönlichen Autogramme holen. Das Highlight für die zahlreich angereisten Gäste aus aller Welt. Aber auch der Veranstalter konnte zufrieden sein. Mehr als 1000 Besucher strömten vom 8. bis 10. Juni 2012 nach Köln, um ihre Helden zu treffen. Bei solch einem enormen Andrang stellt sich natürlich die Frage, ob es nicht doch in naher Zukunft eine Fortsetzung der Serie geben könnte. Oder sogar einen Kinofilm. Also, ich wäre sofort dabei. Und ihr, würdet ihr einen Kinofilm machen wollen? Ich denke schon. Das würden wir zu gern machen. Das klingt doch vielversprechend. Und wer weiß, vielleicht sehen wir alle Darsteller bald wieder. Diesmal auf der großen Kinoleinwand.